Was? Nix. Ich habe gerade einen Vapotest mit meinem Vater gedreht, in dem er erraten muss, wie teuer die einzelnen Vaporizer sind. Und da dachte ich mir, packe ich die Gelegenheit am Schopf und stelle ihm einige Fragen von euch, die ihr mir geschickt habt. Wie war es als Vater, das erste Mal zu erfahren, dass dein Sohn Drogen nimmt und wie bist du damit umgegangen? Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, aber das erste Mal, wo ich erfahren habe, dass er Drogen nimmt, das war eigentlich, wie er hin und wieder mal besoffen heimgekommen ist. Das war die erste Droge. Und wie ich das erste Mal erfahren habe, dass er andere Drogen probiert hat, da war er eh alt genug, um das selbst zu entscheiden. Da ja. Ich habe dann nur gehofft, dass er nichts nimmt, was ich nicht gut finden würde. Was denkst du, wäre Simon geworden, wenn nicht YouTuber? Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas Kreatives. Bei welcher Droge würdest du nicht wollen, dass sie dein Sohn nimmt? Ja gut, das ist ziemlich einfach. Fällt mir ein, Crystal und Heroin. Und obwohl er Kokain schon mal probiert hat, finde ich es auch eine Scheißdroge. Also Kokain ist scheiße. Das heißt nicht, dass alles andere okay ist. Hat dein Dad Angst, dass du vielleicht mal hängen bleiben wirst? Wenn es passieren sollte, was würde er tun? Oh, was würde ich tun? Ja, das finde ich auch interessant, weil ich habe keine Ahnung, was du tun würdest. Ich würde auf jeden Fall versuchen zu helfen. Ob ich Angst habe, klar hat man ein bisschen Angst. Aber ich schätze Simon so ein, dass es ihm nicht passiert. Was denkt dein Vater über die Cannabis-Legalisierung? Die Generationen machen ja schon einen großen Unterschied. Also früher war ich nicht unbedingt dafür, weil ich nicht gedacht habe, dass es okay ist, wenn es legal ist. Inzwischen bin ich überzeugte Cannabis-Legalisierungsbefürworter auf jeden Fall. Und ich denke, dass alle Drogen einfach zumindest entkriminalisiert werden müssen, weil es einfach nichts bringt. Da habe ich dich sehr gut gehirngewaschen. Gut, dass das auch bei dir geklappt hat. Ich denke, dein Vater ist meine... Übrigens nur mal zu Thema Cannabis-Legalisierung. Ich möchte auch teilweise deswegen gern Cannabis legalisiert sehen, weil ich würde dann im Garten welche pflanzen, weil die super sind für Smoothie. Ja, genau. Total gesunde Pflanze. Also. Er macht sich immer jeden Tag einen Smoothie und ja, es... Und macht nicht high, wenn man es nicht heiß macht. Genau, wenn man es nicht heiß macht, also so einfach so Blätter. Die Blätter würdest du einfach reintun. Das finde ich eine gute, wirklich gute Frage. Als du circa 18 warst, was hat man damals von illegalen Drogen gehalten und welches Bild hatte man von Konsumenten solcher? Also ganz klar war, ich habe sehr konservative Eltern gehabt und da wäre der Wort Drogen schon genug, dass sie ausflippen. Aber ich habe selber in dem Alter nichts mit Drogen zu tun gehabt, nicht viel. Aber du hast ja dann quasi später ein bisschen mit Drogen zu tun gehabt, also Pilze und Cannabis hast du dann probiert gehabt. Wie alt warst du da? 25. Okay, 25. Und denkst du, du hättest dann da noch ein krasses Feedback von deinen Eltern bekommen, wenn du das denen da gesagt hättest? Oder haben die es hier erfahren? Pro. Nee, die haben es nicht erfahren. Und die würden es auch nicht erfahren wollen. Ich würde es auch nicht wollen, dass sie es erfahren. Okay. Wie ist es als Elternteil, wenn der Sohn statt eine Ausbildung zu machen oder zu studieren, sich dazu entscheidet, hauptberuflich einen YouTube-Kanal zu betreiben? Stoßt das Vorhaben von Anfang an auf Akzeptanz oder gab es Zweifel? Also da ist ganz klar, ich habe natürlich sehr schlechtes Gedächtnis dafür, aber ich weiß, dass es damals auf jeden Fall Diskussionen, wenn nicht auch Streit gegeben hat, weil ich nicht der Meinung war, dass das als Beruf gilt. Und ich habe immer versucht zu sagen, mach dein Lehramtsstudium fertig, YouTube kannst du nebenbei immer noch machen. Ja, inzwischen habe ich meine Meinung geändert. Ich kann mich da auch immer erinnern, quasi als ich angefangen habe und zum Beispiel auch nur Tanzbär und Simon gemacht habe, dass dann immer so jeden Sonntag beim Familienessen immer so, Simon, wann studierst du weiter? Simon, wann studierst du weiter? Wie war Simon als Kind? Also wir sagen eigentlich immer noch, dass Simon immer noch ein Kind ist, weil er jetzt eigentlich, würde ich sagen, genauso ist, wie er früher war. Da hat sich wenig geändert.
Ja, außer dass er vielleicht ein bisschen vernünftig ist, ist nicht das Wort, sondern ein bisschen lebensfähiger ist als vielleicht früher. Er hat gelernt, dass er bestimmte Dinge machen muss, dass er weiterkommt. Ja, und was ich da auch erzählenswert finde, immer wenn ich quasi mit meinen Eltern unterwegs bin, dann bekomme ich auch immer noch ständig so Ermahnungen, so wie damals das Kind, also eigentlich hauptsächlich von ihm. Weil das habe ich wahrscheinlich von meiner Mutter, weil meine Mutter auch von ihm ermahnt wird, weil sie irgendwas gemacht, was ihm peinlich ist, genauso wie ich irgendwelche Sachen mache, die ihm peinlich sind. Das war ja neulich, als wir essen waren, da war sogar meine Mutter schlimmer als ich. Was hat die da immer? Die wollte irgendwie was dem Kellner fragen, wo es eigentlich fast allen anderen peinlich war, dass sie das dem Kellner fragen. Ach so, ja, ja, wo es Handschuhe gibt. Schaust du dir selber regelmäßig Simon seine Videos an? Immer. Jeder. Und manchmal mehrfach. Ja, das ist richtig geil. Ich gucke auch immer, was die Leute drunter schreiben. Und das finde ich teilweise am interessantesten, wie die Reaktionen sind. Ja. Also, ich finde es auch richtig cool, manchmal schreibt er mich so an und sagt so, yo, hast du diesen einen Kommentar gesehen? Also so, er stalkt mich fast. Normalerweise könnte ich ja die Fragen immer ein bisschen umformulieren, aber ich stelle sie einfach so, wie sie hier drin stehen. Hier wirst du gesiezt. Finden Sie, man sollte Drogen in geregelten Dosen nehmen oder keine nehmen? Und gab es schon einmal Streit mit Simon wegen der Drogen? Also ich finde, Erwachsene sollen Drogen nehmen dürfen, eigentlich so viel sie wollen, aber wenn sie in vernünftigen Dosen nehmen, ist natürlich besser. Aber im Grunde sollen Erwachsene entscheiden sollen, was er nimmt und was nicht. Ja, aber glaubst du jetzt, sie sollen es ist eine bessere Entscheidung, in vernünftigen Dosen zu nehmen oder lieber keine zu nehmen? Ich finde, es muss jeder selber entscheiden. Ich finde, es ist eine interessante Erfahrung, das mal zu probieren. Ja, also kein Drogen zu nehmen grundsätzlich ist genauso falsch. Und genauso richtig sozusagen. Und genauso richtig, kein Unterschied. Aber du bist ja quasi für dich jetzt zur Entscheidung gekommen, eher weniger zu Drogen zu nehmen, jetzt in deiner jetzigen Zeit. Überhaupt nicht, null. Also das interessiert mich nicht. Welche Drogen konsumierst du im Moment am meisten? Ein Glas Wein pro Monat. Hier ist eine Frage zu dem Bild. Hast du Simon mit der Küchenschere die Haare geschnitten? Tatsächlich, ja. Würde dein Vater jemals einen mit dir rauchen bzw. vaporisieren? Doch, auf jeden Fall. Hin und wieder mal vielleicht. Aber ich habe keine Bedürfnisse im Moment dafür. Aber ich hätte nichts dagegen. Ist Simon ein guter Sohn? Ganz sicher. Dankeschön. Definiere guter Sohn. Bin ich der beste Sohn von allen drei? Diese Frage beantworte ich nicht. Es gibt kein bester Sohn. Ist blau besser als rot? Ja, würde ich schon sagen. Wie ist es, einen Sohn zu haben, der stumpf gesagt mit Drogen nehmen Geld verdient? Ich finde, es ist egal, womit man Geld verdient, wenn man seinen Job gern mag und richtig macht und vernünftig macht und seinen Job einfach gut macht und voll dabei ist. Ja, aber was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel als Job hätte, illegaler Drogendealer und hauptsächlich an Jugendliche Heroin verkaufen würde oder nicht, so? Das würde ich nicht gut finden. Also ist nicht jeder Job okay. Na, jeder Job ist klar nicht okay. Ja, stimmt. Okay. Aber jetzt macht sich für dich jetzt einen Unterschied, ob ich jetzt das hier mache oder bei der Müllabfuhr arbeite. Dann wäre mir das hier lieber, weil es kreativ ist und ich finde die Videos einfach super. Wie sollten Eltern mit ihren Kindern über das Thema Drogen sprechen? Würdest du eher wie Simon liberal aufklären oder negativ über Drogen sprechen? Praktisch stelle ich mir eine allzu liberale Herangehensweise schwierig vor. Wenn das Kind dann tatsächlich Drogen konsumiert, ist man ja irgendwie dafür mitverantwortlich, wenn das Kind strafrechtliche Probleme bekommt. Ja, hoffentlich sind die strafrechtlichen Probleme irgendwann mal sowieso Vergangenheit. Im Grunde finde ich, man sollte eine liberale Vorgehensweise wählen, aber immer ganz klar sein, dass Drogen saugefährlich sein können. Und ich glaube, dann schafft man das schon. Aber es wird immer Kinder geben, die darauf reagieren, wenn sie was hören. Oh, und da sind sie interessiert.
Und dann ist es wahrscheinlich wurscht, ob man liberal war oder nicht. Ja, also ich kenne so viele Leute, die Drogen konsumieren und da ist es immer völlig unterschiedlich, ob die Eltern liberal waren oder nicht. Also ich kenne so viele, wo die Eltern übelst streng waren und ich kenne so viele, wo die Eltern liberal waren und beide sind letztendlich zu Drogen gekommen. Und man hat ja auch gesehen, quasi du wurdest ja auch eher streng und konservativ erzogen, was Drogen angeht und du hast ja dann trotzdem auch Drogen dann genommen letztendlich. Genau. Aber kannst du dich dann irgendwie noch erinnern, ob das relevant für dich da war, als du die probiert hast? Hattest du dann noch im Kopf, oh, aber meine Eltern haben eigentlich gesagt, dass das nicht gut war? Oder hattest du dann direkt im Kopf, die haben doch nur Scheiße gelabert? Nein, nein, meine Eltern haben über Drogen keine Meinung gehabt und nichts gesagt. Und meine einzige Gedanke beim Drogennehmen ist, werde ich irgendwas davon tragen? Kannst du dich eigentlich erinnern, ob du mir jemals was über Drogen außer Alkohol oder Zigaretten erzählt hast? Also ich weiß, dass ihr immer sehr anti-Rauchen wart, aber habt ihr mir jemals was über Heroin erzählt? Kann ich mich nicht erinnern, ich glaube nicht. Ja, also und auch zu anderen Drogen wie Psychedelics oder sowas, da habe ich nichts von euch in die Richtung erfahren. Ja, und nicht. Und ich wusste auch saulange nicht, was Psychedelics sind. Ich dachte immer früher, dass LSD die Droge irgendwie eher so in Richtung Speed geht. Ich dachte, dass man dann so, ich dachte, dass das LSD ist. Ich wusste nicht, dass LSD das ist, wo man dann so Sachen und Muster und solche Dinge sieht. Findest du, dass Simon abhängig bzw. süchtig ist? Nein, ganz sicher nicht. Und wie und woran machst du das fest? Weil ich glaube, dass Simon wochenlang ohne irgendwas einfach machen könnte. Mhm. Und das ist für mich süchtig. Süchtig ist, wenn du nicht ohne auskommst. Ja, aber was wären deine Anhaltspunkte, dass ich irgendwas öfter nehme? Also, Ja gut. Kann natürlich sein, dass ich es einfach nicht sehe, aber das glaube ich nicht. Sind die Drogen in der Familie oder ist dein Sohn ein Einzelfall? Das ist auch noch interessant. Also, Drogen im weitesten Sinne sind sicher in meiner Familie eher ein Problem als nicht, aber meistens geht es um Alkohol. Andere Drogen sind, soweit ich weiß, nicht ein Problem in meiner Familie. Aber okay. die werden wohl benutzt von verschiedenen Leuten, aber meistens nur Cannabis. Okay, also, aber könntest du sagen, wie viele Leute in deiner Familie Alkoholiker sind? Alkoholiker? Ich schätze so... Ob sie wirklich Alkoholiker sind, kann ich jetzt nicht sagen, aber drei haben meiner Meinung nach ein Problem mit Alkohol. Ja, okay. Und drei von wie vielen Geschwistern oder Familienmitgliedern? Drei von acht sind wir insgesamt. Also, er hat acht Brüder. Was arbeitet dein Vater? Ich bin Softwareentwickler oder Softwareberater, nennt man mich offiziell. Warum? Ja, weil ich helfe Firmen, die bestimmte Anforderungen an ihre Software haben und ich passe es dann an. Hat Simon früher schon viel Interesse an Drogen gezeigt? Ich würde sagen, nein. Es kam erst später, außer wenn man... Hast du Interesse an Bier gehabt immer wieder mal? Ja. Schon. Saufen. Das war der Spruch. Wie war Simon in der Pubertät? Hat er viel Unsinn fabriziert oder blieb er immer brav zu Hause? Hat schon eher Unsinn fabriziert, aber eben im positiven Sinne. Wir haben schon gestritten, aber rückblickend war es alles okay. Also kannst du dich irgendwie an einer der schlimmsten Sachen erinnern, wo du dir dachtest, so als ich irgendwie heimgekommen bin und dann gesagt habe, dass ich das und das gemacht habe und das war irgendwas besonders einprägsam ist? Nein, was am einprägsamsten ist, ist, wie du sehr jung warst und dich geweigert hast, ohne dein Superman- oder Batman-Kostüm irgendwo hinzugehen. Also wirklich, zum Restaurant, überall musste das Ding, dass die, you know, Beate und Olaf used to complain about it. Immer nur mit Superman-Anzug. Wie war dein Sohn in der Schule von der Leistung her? Er hat es ja geschafft. Ja, also Simon hat immer genug gemacht, dass er weiterkommt. Das hat alles selbst erarbeitet. Das ist irgendwie auch herausragend. Selbst wenn man natürlich kein Einzelschüler war, man hat es immer geschafft. Also ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Hat mich schon ein bisschen stolz auf deinen Sohn? Nein, aber ich bin stolz. Ich habe es gelesen. Ich bin sehr stolz auf Simon vor allem, weil er... Man kann darüber streiten, ob es ein cooler Beruf ist, YouTuber zu sein, aber was wichtig ist, dass der Simon sich so reinhängt in den Beruf. Und das ist das, was ich anerkennenswert finde. Und auch den Job und so alles betreiben,
Selfmade ja. Man. Bock auf LSD? Ich glaube nicht. Es kann sein, dass ich es irgendwann mal probiere, aber ich glaube, ich habe keinen Bock mehr auf Drogen. Wie hast du reagiert, als du Simon in der Pubertät nicht wie alle anderen am Rumjodeln erwischt hast, sondern er sich das Heroin in die Eichel spritzte? Ja, das ist keine ganz gemeinte Frage, ne? Weil als Jugendlicher hat er nichts gemacht in der Richtung. Er tut jetzt erst Heroin in seine Eichel spritzen. Hat dein Vater selber Erfahrungen mit Drogen gemacht? Dazu gibt es bereits schon ein Video. Ich habe mal vor etwas längerer Zeit ein Video mit meinen Eltern gemacht und da erzählt mein Vater seine Drogenerfahrungen. Ich danke euch für eure tollen Fragen. Schreibt mal Kommentare für meine Mutter in die Kommentare. Vielleicht mache ich dann auch ein Video mit ihr, falls genügend coole Fragen dabei herauskommen. Ich muss sagen, es war auch richtig ungewohnt, dass mein Vater mit mir Deutsch spricht. Ich weiß nicht, ob ihr es erkannt habt, aber mein Vater ist ein scheiß Ausländer. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kanal.